Ich lasse sie einfach da stehen jetzt. Ist mir egal. Dann fahren die einfach weg hier. Das Fahrzeug fährt auch weg. Und das Team da bleibt auf Einsatzbereitschaft. Ja, die nehmen sich jetzt Feuerlöscher. Und falls es brennt, sind sie sofort einsatzbereit. Ich wiederhole Dateinamen 71.1 zum Notfalleinsatz. So. Dann gucken wir mal hier mit dem Polizeieinsatz. Wir müssen ihn bestimmt befragen. Achtung, Verkehrsunfall. Oder geht das hier gar nicht? Opfer und transportieren Sie wir können die verhaften. Auch die Fahrzeugwracks. Da, befragen. Das geht ja gar nicht. Okay, ich kann hier nichts machen, der Täter ist gar nicht da. Was war das jetzt für ein Einsatz? Verkehrsunfall. Okay. Verkehrsunfall 1. Und Rettungsdienst und Notarzt. Für die FF Heidhaus. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Ich wiederhole, Einsatz für die FF Heidhaus. Stellen Sie wird er tanken und hat dann gesehen, dass es zu teuer ist? Oder was ist da jetzt passiert? Und er fährt natürlich hier einfach dran vorbei. Aber ist ja normal hier. Ja, hier ist immer noch dieses Fahrzeug. Das hat sich noch nicht wieder umverwandelt. Und das Dach hier ist wahrscheinlich für immer weg. Das ist natürlich etwas schade. Jetzt können die sich da gar nicht unterstellen, wenn es regnet. Aber ein Holzbalken ist noch nicht abgebrannt. Das ist doch ein schönes Ergebnis. Und diese Dinger hier müsste man auch wegmachen, sonst ist das irgendwie blöd. Was auch immer das ist. Und das hier von der Wand, das könnte ja dann auch mit verschwinden vielleicht. Ich weiß nicht, obwohl die Wand ist noch da. Ja. Aber hier die Dinger da oben drauf und hier die Dinger da hinten. Ich weiß nicht, was das ist. Sind das Schrauben oder was? Wieso sollten da Schrauben im Dach sein, obwohl die gar nicht auf den Balken sitzen? Naja, egal. Wir haben einen Einsatz hier. Wir hatten, glaube ich, noch einen Einsatz irgendwo. Irgendeiner läuft doch noch. Funkstelle. Fahrzeug 8. Datenübertragung. Wegen Funkstelle, ne? Achtung, randalierende Zivilperson. Festnehmen und abtransportieren. Wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie ab. Da? Och nö. Einsatz für den Bestatter. Der war doch nur unter Schock. So. Da. Person unter Schock. Ich hab den doch nur ungefähr eine halbe Stunde da liegen. Das ist doch. Okay. Der lebt noch. Oha. Ich brauche jetzt ganz schnell einen Notarzt. Nur Notarzt geht nicht, oder? Feuerwehr. Primäreinsatz für den SR 70. Na gut. Primäreinsatz SR 70. Primäreinsatz, ja. Der lebt noch. Aber ich muss dem dauernd sagen, dass der den handeln soll. Weil er hört immer wieder auf, aber so funktioniert. So kann man ihn anscheinend am Leben erhalten. Das ist ein guter Trick von mir, ne? Er hält aber, glaube ich, nicht lange. Also der hat ihn, glaube ich, reanimiert. Und jetzt liegt er da so halb tot. Und jetzt müssen wir warten, bis der Notarzt da ist. Da kommt er schon, glaube ich. Ne, der hört ja jetzt sofort auf und wenn ich den jetzt so da liegen lassen würde, dann ist er gleich tot. Da kommt jetzt der Notarzt, oder? Oder ist das... Was ist denn das? Ach so, doch, das ist ein Notarzt. Und das ist ein RTW. Wir haben hier noch einen Einsatz, aber... Wo ist er denn? Jetzt ist das wieder unübersichtlich hier. Okay, ich muss kurz nochmal hier sagen, behandeln. Dann gehen wir zum Verkehrsunfall. Fahrzeug 28, Fahrzeug
21 hört. Fahrzeug 28. Haben wir hier jetzt, was ist das hier? Hört. Helfer vor Ort. Ja, Helfer vor Ort, okay. Was gibt's? Also das hier ist ein typischer Helfer vor Ort. Und der sichtet jetzt das Fahrzeug. Wo ist jetzt nochmal dieser Einsatz? Da ist der medizinische Schock. Und der lebt immer noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Aber der Notarzt lässt sich Zeit. Hier ist die Polizei. Die kommt da anscheinend gar nicht hin. Wo ist der denn? Da oben. Wie soll die Polizei... Ach so, hier ist eine Straße. Aha. Oh. Was machen die da? Fahrzeug 47 hört. Okay, die blockieren da einfach mal den Weg. Fahrzeug ist ja auch was Neues. Bin unterwegs. Oh, okay. Ich beende die Folge auch bald, in 10 Minuten ungefähr. Also die Folgen, es sind ja wieder mehrere. Also die Person unter Schock, das... Der Notarzt kam zu spät. Das ist alles nur der Notarzt schuld. Der kam zu spät. Nee. So. Ja, die Polizei will da anscheinend nicht so hinfahren. Die müssen wir außen rumleiten. Und die Feuerwehr, die soll da jetzt mal hinkommen. Ich hoffe, die haben so eine Säge da. Sowas zum Auto aufschneiden, ne? So eine Rettungsschere. Was gibt's? Erstmal müssen wir das wahrscheinlich sichern. Ah, die haben nicht das notwendige Material. Ist ja unfassbar. Wird das denn heute nochmal das hier? Feuerwehrheithaus. Kommen Sie zum Gerätehaus. So, ich kann ja mal hier vorlesen, was in der Vollversion dann später sein soll. Einzelalarmierung oder Alarmierung über Stichwort, das kennen wir ja schon. Wassertanklogik, weiß ich nicht, ob wir das kennen. Da stand jedenfalls was von Wassertank. Ja, Unterflurhydranten habe ich nicht gesehen. Wasserentnahme aus offenen Gewässern. Oder sind das hier Unterflurhydrante? Also es gibt ja diese Dinger, die im Boden sind. Hört sich jedenfalls so unterflurmäßig an. Und dann gibt es halt noch die normalen, die da oben sind. Ausgelöst durch einen technischen Defekt. Und hier haben wir ja auch diese Get-Hydrant-Funktion. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Okay. Da machen wir jetzt B1. Und ein Abschleppfahrzeug. Alarm für die Feuerwehr Germersheim. Stellen Sie Ersatzbereitschaft her. Fahrzeug. Alarm für die Feuerwehr Germersheim. Stellen Sie Ersatzbereitschaft her. Also ein bisschen deutlicher hätte er jetzt schon sprechen können, oder? Oder ich habe nicht gut genug zugehört. Weißt du was? Ich benutze jetzt einfach unseren Notfalltrick. Schade, der funktioniert hier nicht. Fahrzeug 50 hört. Warum nicht? Dann halt da. Fahrzeug 28. So einfach geht das. Der versucht jetzt da hinzufahren und wenn er gleich wieder an der Stelle da ist, dann fliegt er wahrscheinlich wieder. Naja, egal. Der wird da jetzt hinfahren. Und wenn nicht, dann lassen wir den fliegen. Und hier sind wir jetzt. Fahrzeug 6, ist das hört. Jetzt endlich da, das Fahrzeug, was hört. Uns retten wird? Beziehungsweise welches den Fahrer vielleicht noch retten wird. Schon unterwegs. Okay, Sicherungsmaterial in dem funktioniert anscheinend nicht mehr. Oder... Ja, der macht das. Jetzt ist er fertig. Jetzt können wir das Auto sichern. Und Rettungsschere. So, ich kann das ja mal eben ausprobieren hier mit dem Hydrant.
Ja, das ist wahrscheinlich dieser Unterflurhydrant, okay? Ja, Höre. und der schneidet jetzt das Auto Bin gleich unterwegs. auf. Wir warten natürlich, bis das gesichert ist. Ich weiß nicht, was da passiert, wenn man das nicht sichert. Und ich will das nicht ausprobieren. Weil hier sind ja schon in dieser Mod mehrere Sachen passiert. Was? Fliegt der jetzt oder nicht? So, ich versuch's Fahrzeug nochmal. 28. Du sollst dahin. Okay, jetzt fliegt er. Der ist gleich am Einsatzort. So einfach geht das, wenn man Probleme hat. Das müsste auch mit dem Abschleppfahrzeug gehen. Dann hätte ich das eine Fahrzeug da abschleppen können. Aber das geht ja Fahrzeug leider nicht. 50 hört. So, einmal über den Berg drüber. Und schon sind wir am Einsatzort. Fahrzeug Und dann 50 kann der hört. auch, Bin unterwegs. der kann ja gar nicht hochfahren. Höre. Okay. Jawohl. Ja, wir können den hier nicht bedrohen, sondern einfach nur abschießen. Haben wir hier überhaupt eine... Ja, wir haben da eine verletzte Person. Dann nimmt die Waffen mal runter Bestätige. und Abschütteln. verhaftet den so. Und wir brauchen hier mal wieder einen, wahrscheinlich auch einen Notarzt. Ich hoffe, die kommen dahin, sonst müssen wir ja wieder hier unseren Fliegtrick machen. Germesermane 701 zum Notfalleinsatz. Gut, wir können da jetzt Höre. aufschneiden. Ist Fahrzeug wahrscheinlich auch schon wieder 21 zu spät. 20 hört. Der Helfer vor Ort Fahrzeug ist schon vor 21 Ort. hört. Der Notarzt des ASB Nordheim zum Einsatz. Ich Der hat das wiederhole, wahrscheinlich schon Notarzt des gesichtet, ASB glaube ich. Nordheim zum Notfalleinsatz. Oder? Der will nicht schneiden, wahrscheinlich ist da kein Platz. Höre, schon unterwegs. Ach. Ja, jawohl. So. Der braucht Hilfe, der kann das nicht alleine. Dann nehmen wir wieder den starken Mann, der sich da Okay. hinstellt und sich nicht mehr bewegt. Ach so, der starrt den ganz böse an. Um zu sagen, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du gefeuert. Und dann traut er sich das. Ja. Oder der hält ihm am Arm. Das kann natürlich auch sein. So, Notarzt hat seinen Rucksack schon geholt. RTW steht im Weg. Fahrzeug 22 hört. Was gibt's? So, obwohl das wäre praktisch, wenn die Person dann direkt im RTW liegen würde. Aber ich glaube, das ist nicht so. Gut, hier hat er das Fahrzeug, glaube ich, gesichert, wie es aussieht. Ja, gut, dass ich das gemacht habe, sonst wäre da wahrscheinlich Wird irgendwas gemacht. passiert oder so. Wahrscheinlich wäre die Person dann gestorben. Ja, schade, okay. Ich bin, glaube ich, viel zu langsam. Hier wahrscheinlich auch wieder. Ich muss mich erstmal wieder an das Spiel gewöhnen. Ich habe jetzt 2, 3 Monate oder so nicht mehr gespielt. Und Fahrzeug 49 hier... hört. Die Feuerwehr kommt Bin auch nicht unterwegs. mehr, ne? Höre. B4. Kommt da jetzt irgendein Fahrzeug? Komm, mach überall die Sirene an. Vielleicht kommt ja irgendeiner. Ist die Ich Leitstelle glaube, Nordheim die wieder brauchen im hier ein Einsatz paar für die neue Leute bei der FF Freiwilligen Schwab, Feuerwehr, ne? Kann derzeit das in sein? Bereitschaft der... Ich wiederhole, hier Leitstelle Nordheim mit Einsatz für die FF Schwab. Stellen Sie Einsatzbereitschaft her. Fahrzeug 50 hört. Was ist das? Das sieht aus wie so ein Unterdingenshydrant oder das ist irgendein schwarzer Punkt. Wäre ein sehr kleiner Fahrzeug Unterdingenshydrant. 50 hört. Bin unterwegs. Alarm für die Feuerwehr Beringshausen. Hä? Über Funk bei der Leitstelle melden. Ich wiederhole, Alarm Feuerwehr Beringshausen. Über Funk bei der Leitstelle melden. Da ist irgendwas. Doch, das ist doch so ein Hydrant-Ding. Sieht jedenfalls von hier aus so aus. Ich habe ja kein Ultra-HD-Bildschirm hier und ich glaube, Emergency 4 kann das auch nicht. Aber das sieht sehr danach aus. Könnte aber auch so ein Fahrzeug 50 Wasserventil hört. sein. Ich glaube, die haben den gleichen Deckel. Und hier ist ja auch so ein offener Hydrant. Und ein Sammelpunkt. Okay. Was ist fehlgeschlagen? Verkehrsunfall, natürlich. Ja, komm, ist hier alles zu Ende jetzt.
So, Abschleppfahrzeug, Bestatter, das ist der Notarzt, das ist der Helfer vor Ort, der ist noch vor Ort, das ist der andere Helfer vor Ort, der ist auch noch vor Ort, die beiden Helfer vor Ort sind jetzt nicht mehr vor Ort, der Notarzt auch nicht. Die Feuerwehr auch nicht. Der RTW auch nicht. Ist mir jetzt egal, wir lassen die Frau da jetzt einfach mit dem Auto liegen und warten, bis der Bestatter und so da sind. So, die sind da, machen ja nichts mehr, deswegen muss ich das so machen. Wir haben ein Fahrzeug weniger. Ich glaube, da kommt ein Fahrzeug dahin. Vielleicht. Nee, das schafft das nicht mehr. Die Feuerwehr, die kommt einfach nicht, wenn ich der das sage. Ist das richtig so? Tja. Na, hoffentlich ist da keiner mehr drin. Oh ja, jetzt brennt natürlich das andere. Dann können wir das direkt schon mal mitnehmen. Ist ja sehr praktisch. So. Das war natürlich sehr schlau. Fahrzeug 11 hört. Was gibt's? Ist denn Arbeit? Nehmt euch mal Feuerlöscher. Und löscht das Auto. Oder lauf einmal ums Auto rum, um den Feuerlöscher zu holen. Ja, dann können wir den direkt mitnehmen, ist ja praktisch. Fahrzeug 11 hört. Ich sag dazu jetzt einfach mal gar nichts mehr. Fahrzeug 11 hört. HVO Heidhaus zum Notfalleinsatz. Heute läuft hier irgendwie gar nicht so, wie ich das haben will. Aber zur Mod kann ich ja mal sagen, die ist ziemlich gut, finde ich. Hier gibt es natürlich ein paar Funktionen nicht, die es bei der Winterberg-Mod gibt. Und es sieht auch nicht so aus, als. Oder ich habe mir das noch nicht ganz durchgelesen. Ja, Ausrichten-Skript haben wir gesehen. PA auf Anfahrt anlegen. Möglichkeit bei Alarmierung Sirene mit auszulösen. Ja, was ist denn noch interessant? Nachalarmierung von Feuerwehren finde ich interessant. Hier bei dieser Mod ist das anscheinend sehr hilfreich. Bergwacht. Die hat hier, glaube ich, noch nicht funktioniert. Oder die war halt nicht verfügbar, weil die nur zu bestimmten Zeiten verfügbar ist. Krankenhausskript, weiß ich nicht, was es ist. Polizisten und Feuerwehrmänner können erste Hilfe leisten. Also ich überspringe jetzt hier ein paar Sachen. Ja, es gibt Gebiete auf der Map, die nur von geländegängigen Fahrzeugen befahren werden können. Das könnte der Grund sein, wieso die Polizei da eben nicht hochfahren konnte. Ja, das war eigentlich alles, also nicht alles. Ich habe einiges übersprungen. Ich wollte nur gucken, ob es da vielleicht so eine Einrückenfunktion gibt, wo die dann alle automatisch hier so die Sachen aufräumen, aber das gibt's glaube ich nicht. Habe ich jetzt jedenfalls nicht gelesen. Und hier liegen jetzt zwei verletzte Leute rum. Können wir eigentlich direkt den Bestatter hinsenden. Ja, die Folge ist jetzt aber zu Ende. Von daher würde ich sagen, wir parken jetzt noch mal hier irgendwo kurz ein. Fahrzeug 32. So, Position anfahren. Und dann fliegen wir nochmal kurz über die Karte. Und ja, dann beende ich die Folge. So, wo fliegen wir hin? Ich würde mal sagen, einmal komplett durch, ne? Oh. So. Fahrzeug 33. So, einmal komplett durch die Karte fliegen. Da sehen wir auch ein bisschen was von der Karte. Also hier sind eher so alte Häuser. Hier ist das Rathaus. Okay. Gut.
Dann gibt es hier noch Garagen und noch ein weiteres Haus. Und dann ist hier so ein Zaun. Da fährt ein Auto, das jetzt gerammt wird. Oh, das gab einen schweren Unfall, aber der fährt einfach weiter. Hier so ein Tanklaster, der könnte doch jetzt theoretisch explodieren, wenn das so ein Auto durchfährt. Und hat sich leicht verletzt. Hier haben wir noch so ein Reifenlager. Jetzt fahren wir durch ein paar Bäume durch und kommen jetzt zu so einem Holzding. Das ist wahrscheinlich ein Holzlager oder so. Sieht jedenfalls so aus. Und da ist, da sind drei Personen, die jetzt überfahren. Na, ganz knapp vorbei, okay. Dann haben wir hier noch, ja, hier sind irgendwelche Pflanzen. Und dann sind wir jetzt wieder auf der Straße. Haben wir hier noch ein Vorfahrtsschild und das steht immer noch. Dann fahren wir noch ein Stück weiter. Und wir sind schon in der Mitte. So, die haben manchmal so helle Lichter, wenn man weit weg ist irgendwie. Naja, wir fahren jetzt jedenfalls weiter. Und ich kann ja mal ein bisschen vorspulen. Übrigens, vorspulen, das empfehle ich hier irgendwie nicht, weil ich habe das gemacht und die Alarmierungssounds kommen da irgendwie sehr verzögert. Anscheinend wird da das Vorspulen gar nicht berücksichtigt oder so. So kam mir das jedenfalls vor. Hier hat er ein paar Sachen weggeschubst. So. Ich kann das ja nochmal kurz ausprobieren. Also wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, B4 alarmiere und spule dann vor. Dann spricht er natürlich nicht schneller. Boah. Das ist aber schön weggeflogen hier. Das ruckelt richtig. Boah. Das Spiel hängt. Okay, also wir sind gleich hier am Ende. Jetzt nochmal hier durch ein Haus. Boah, da ist wieder was weggeflogen. Gut, und wir sind hier angekommen. Also manchmal ist dann die Feuerwehr schon da und dann sagt er noch die ganze Zeit, ja, Alarmierung für das und das, Übertragung der Einsatzdaten. Das ist halt genau auf die Echtzeit optimiert und nicht auf Vorspulen. Aber ist ja auch nicht so schlimm, ich spule ja nicht unbedingt vor. Wenn die Einsätze häufig kommen und man nicht lange warten muss, und das scheint ja so zu sein. Aber es gibt auch nicht zu viele Einsätze. Also für mich sind das schon zu viele Einsätze, aber für den Standardspieler, der nicht so schlecht ist wie ich, sollte das ja in Ordnung sein. Und dann, ja, wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Verfügbar ist die Mod dann wahrscheinlich noch dieses Jahr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss und nochmal und bis zum nächsten Video. Was macht er da? Okay, rückwärts fahren. Das war sehr schlau irgendwie. Naja, gut, dann suchen wir uns jetzt noch ein ruhiges Plätzchen hier am Wasser. Hier sind keine Schmetterlinge, sondern giftige Abfälle, aber egal. So, tschüss und bis zum nächsten Video.